Da sind wir wieder. Wir sitzen noch bei R to the I to the G to the I to the S. Eigentlich müsste es I heißen, oder? Ja, eigentlich schon. Na gut. Ja, wir waren stehen geblieben. Wir haben unsere Resonanz gehabt im letzten Part und haben unsere Vision erlebt. Warum Detlef eventuell diese Menschen alle umbringt. Und wir sind gerade am Auswerten, quasi wie bei Freud auf dem Stuhl, was wir denn jetzt hier so erlebt haben. Und wir haben noch diesen Punkt, die Vision begangen und endete mit einem Schuhputzer. Mal gucken, was das auf sich haben könnte. Etwas ist zweimal aufgetaucht. Ein Schuhputzer stand. Detlef und Delacroix haben sich dort zum ersten Mal getroffen. Und Detlef ist nach dem Mord nochmal hingegangen. Seltsam. Der Stand war irgendwo im Hafenviertel. Und der Schuhputzer schien Detlef zu kennen. Das wäre noch merkwürdiger. Vielleicht sollten wir mal mit dem Burschen reden. Nicht, dass ich den Durchbruch erwarte. Aber er ist die einzige Spur. Ich rede mit ihm. Kommst du mit? Ich stoße später zu dir, wenn es dir nichts ausmacht. Ich fühle mich noch nicht stark genug, um rauszugehen. Kein Problem. Ruh dich aus. Ich komme zurück, sobald ich etwas weiß. Der will doch hier heimlich Blut trinken. Der Schuft. Na, Regel, es sieht schon viel besser aus. Siehst schon viel besser aus. Na, dann würde ich sagen, gehen wir doch. Ja! Und ich habe noch Emil. Wieso habe ich jetzt noch eine neue Quest, wo Kinder spielen, fliegen Fetzen? Hafen von Bouclair. Na los, geh rein. Nee, denn, würde ich sagen, wir bewegen uns dort mal hin und fragen den Schuhputzer, was er so weiß und die Seen hat. Ach, ist nicht schön heute. Guckt euch an, wie wunderschön Toussaint ist. Ja, ich spreche es richtig aus. Toussaint. Nicht Toussaint, sondern Toussaint. Wenn die was gelernt haben, dann wie man Toussaint ausspricht. Dann ab zum Hafen von Bouclair. Bouclair. Ach, die ganz französischen Wörter. Schrecklich, sag ich euch. So, ach, ist es nicht toll hier. Ich war im Urlaub übrigens auch am Meer. Ich mag das Meer wirklich sehr. Die Luft alleine und das Rauschen ist einfach die Entspannung pur für mich. Und wenn ich die Möwen höre, erinnert mich das sofort wieder. So, wo Kinder spielen, fliegen Fetzen. Ja, ist anscheinend die Folgequest. Gefällt's dir hier? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Dir nicht? Nachts so, da ist er. Schuhputzer nicht. Ich sollte tagsüber wiederkommen. Geralt? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Oder was ist los? Was haben wir denn da für ein schönes Plakat? Schlamm und Staub und andere Schmierereien. Davon lass die Stiefel dir befreien. Ahaha. Schuhputzer-News. Wie spät soll es denn sein? Ah ja. Bis um 12. Ist das für euch auch noch Nacht? Aha. Ob es wochenlang gießt oder die Sonne glüht, wir stehen hier immer bis zum Knöchel im Matsch. Was kann ich für das wechselhafte Wetter in Beauclair? Wechselhaftes Wetter? Ich habe dich gesehen. Jeden Tag gibst du uns Abwasser vor dem Laden aus, damit die Leute sich die Schuhe einsauen und zu dir kommen. Eine abwegige Verschwörungstheorie, meine Herren. Verschwörung? Höchstens von meiner Gürtelschnalle gegen deinen Hintern. Komm her! Jetzt reicht's. Und wer zum Kuckuck bist du? Das riecht nach einem Boxkampf. Sein Vater. Ihr rührt ihn nicht an. Das lasse ich nicht zu. Papalapap, ich kannte seinen Vater. Der war genauso ein Gauner. Oh oh. Ich prügel ihm Anstand ein. Ich werde ihn lehren, bei uns Dreck zu machen, damit er Kunden hat. Also weg mit dir, Rumtreiber. Kommt nicht in Frage. Ach nein? Dir können wir auch das Fell gerben. Ach es Mensch. Es ist mir einerlei. Es ist mir einerlei. Ja, genau. Wie lange soll ich noch? Wir werden die Helden, die Betrüger gemeinsame Sache zu machen.
Weh, weg! Ich hab doch den Block. Och Mann. Oh, jetzt lässt Geralt sich hier von so einem Typen auf die Fresse hauen. Wer hat mit der Schlägerei angefangen? Gerechtigkeit naht. Das nenne ich Karma. Ich bin dem Biest auf der Spur. Auf Befehl der Herzogin. Ah ja, wir haben von dir gehört. Und diese Männer, was machen die? Nee, jetzt kriegen sie auf Fressbike. Die haben mich verkloppt. Hallo? Gerechtigkeit siegt? Die behindern meine Untersuchungen. Verstehe. Na, ein paar Tage im Bau werden sie schon lehren, keine herzoglichen Angelegenheiten zu stören. War das jetzt gemein? Na los! Ich konnte ja nicht die Konsequenzen ahnen. Ich dachte, die mussten 10 Euro Strafe zahlen. Naja. Er hat ja nur gesagt, ein paar Tage. Ich nehme an, dass nur zwei sind. Du suchst nicht zufällig Arbeit. Wir wären ein feines Duo. Ich bin dein Vater. Wie stellst du dir das vor? Einfach wunderbar stelle ich mir das vor. Ich schlage eine Partnerschaft vor. Ich putze, du schiebst Wache. Und weil du stärker bist, bringst du morgens das Abwasser raus und machst Schlamm. Die Schlammgeschichte stimmt also? Kein Wunder, dass sie dich vertrimmen wollten. Vertrimmen? Du musst ja irgendwie leben. Ja, da hat er recht. Was sagst du? Partner? Lass mich drüber nachdenken. Hör mal, ich interessiere mich für einen gewissen Herrn. Halt, Moment. Setz dich doch erstmal. Oh, jetzt muss ich ihm auch noch Geld geben, ey. Das aber ist. Meine Stiefel sind sauber. In dieser Stadt sind Stiefel nie sauber. Es sei denn, der Träger war gerade bei mir. Nimm Platz, Herr. Ja, los. Wichs los, Junge. Ja, das sagt man so. Also, um wen geht es dir? Um einen deiner Kunden. Groß, elegante schwarze Kleidung. Er ist nicht von hier. Ein Fremder? Da klingelt irgendwas. Ein bescheidenes Sümmchen würde mir helfen, rauszufinden, was. Und wie viel? Sagen wir 500 Kronen. Hat der eine an der Waffe? Du spinnst wohl. Was willst du überhaupt mit so viel Geld? Mein Geschäft ausbauen. Du weißt schon. Einen ordentlichen Stamm, ein großes Schild, neue Kiste, neue Politur, neue Bürsten. Und wenn dann noch was übrig ist, kaufe ich mich beim Wäscher ein und kriege Abwasser umsonst. Man muss Abwasser kaufen? Das ist ja sorgfältig geplant. Und ob, mir fehlt nur noch das Kapital. Ich mach das nur, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Na gut. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Das ist die Spucke nicht wert, die ich zum Diskutieren brauche. Aha. Das ist die Spucke nicht wert, die ich zum Diskutieren brauche. Was ist denn mit dir nicht richtig? 450. Ah, siehst du? Ich wusste, wir einigen uns. Oh, ich bin so ein krasser Verhandler. Ich zahle. Na komm, armer Junge, ich hab's doch. Damit bin ich einverstanden. Tausend Dank, das vergesse ich dir nicht. Und jetzt zur Sache. Ich kenne den Mann, den du suchst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist Stammkunde. Alle paar Tage kommt er her und ich kriege immer Trinkgeld. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein, aber du kannst hier warten. Vielleicht kommt er ja. Dazu habe ich keine Zeit. Du hast wirklich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann oder aus welcher... Der weiß doch mit dem Dreck am Schuh, wo er vielleicht ist. Wenn ich Schuhe putze, schaue ich mir nicht an, aus welcher Richtung die Leute kommen, sondern ich putze. Es scheint ja nicht gerade voranzugehen. Oh, du hier. Geht es dir besser? Oh ja, danke. Die Luft in der Nekropole hier wirkt Wunder der Heilung. Also,
wenn ich mich einmischen darf, hätte ich die richtige Frage zu stellen. Ah, was soll das heißen? Siehst du diese Fiole? Ein Tropfen davon in deine Politur und du kriegst jeden noch so verkrusteten Stiefel im Handumdrehen blitzblank. Damit schaffst du dreimal so viele Kunden wie bisher und musst dich dabei noch weniger anstrengen. Ich gebe dir die Fiole. Wenn du uns sagst, wo der Mann wohnt, den wir suchen. Aber ihr tut ihm doch nichts. Der Herr ist seltsam, aber freundlich. Er ist ein Freund von uns. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und würden das gerne in Ordnung bringen. Ich bringe ihm die Schuhe vor eine rote Haustür beim Hafen. Ob er dahinter wohnt, weiß ich nicht. Wir sollten nachsehen. Vielleicht finden wir eine Spur. Soll ich euch noch die Stiefel säubern, bevor ihr geht? Bei allem Respekt, die haben es nötig. Danke. Später vielleicht. Na, ein Glück ist nicht runtergefallen. Welch Verschwendung wäre das? Genau. Mit dem bist du ja schnell fertig. Das ist mit einer Gesundheit. Bei Kindern kommt es darauf an, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Die richtige Bestechung auszupacken. Das habe ich gesehen. Ja, ich auch. Na los, Regis. Geh voran. Rote Tür. Im Hafen. Mensch, Regis ist ganz schön flott dafür, dass er krank ist. Dass er tief in den Schaukel fährt. Kann man ihn untersuchen? Hallo? Ich frage mich gerade, warum sitzen hier so viele Krähen am Haus? Kann mir das jemand sagen? Ja, dann gucken wir doch mal. Detlef! Gerald kommt dich besuchen. Als ob der jetzt da bleiben würde. Der würde doch auch einfach nur abhauen, oder? Ob wir den jetzt finden oder nicht? Weiß ich nicht. Ich muss hier aufbrechen. Dann kannst du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen: Detlef, ich komme! Etwas mehr Finesse. Ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Ja, schwubbidiwupps dich mal rein. Und macht von innen auf. Oder was? Naja, ich hab's euch gesagt. Nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden? Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig wäre. Komm. Von dir kannst du stinkreich werden. Du schwebst einfach überall rein in irgendwelche Räume. Klaust da alles raus. Creepy. Was ist mit ihm nicht richtig? Warum steht hier überall Spielzeug? Ist er hier? Spürst du ihn? Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Sein Geruch ist noch stark. Sehen wir uns um. Sehr wahr, hier. Warum sagt mir mein Gefühl, dass ich hier wieder 10 Bücher finden werde? Hui, Level 43. Was liegt hier? Räumungsbefehl. Oh, 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 oh. Können wir den lesen? Hallo? Ja. Räumungsbescheid. Aufgrund der Nichtzahlung der Miete für die Laderäumlichkeiten ordnet das Verwaltungsgericht von Beauclair an, dass der Mieter Alric Desamp den Laden innerhalb von 7 Tagen zu räumen hat. Tut er dies nicht, wird eine Gefängnisstrafe über den Schuldner verhängt, deren Länge wird vom Schuldnergericht festgesetzt. Fugt Victor Lamère. Wahrscheinlich habe ich es wieder alles falsch ausgesprochen, weil ich kein Französisch kann. Aber ich hoffe. Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Ich wollte aber Neulich erst repariert worden. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Ja, also seitdem ich hier Annabelle die Puppe da gucken musste, finde ich Puppen auch sehr verstörend. Brief an den Ladeninhaber. Na, was steht denn da Schönes drin?
Lieber Ladenmeister, ich wünsche mir schon ganz lange ein Spielzeug. Mama weint immer und sagt, wir haben kein Geld. Papa wird wütend, wenn ich ihn frage, wenn er welches verdient. Einmal hat er mich fast geschlagen. Meine Freunde haben so schöne Spielsachen. Laura hat einen Teddy und Michelle hat eine Puppe mit goldenen Haaren, die man ganz echt kämmen kann. Ich fürchte, ich werde nie ein Spielzeug haben. Darum schreibe ich dir, Ladenmeister. Ich wollte dir schon lange schreiben, aber ich konnte ja noch nicht schreiben. Jetzt kann ich es. Wenn du ein schönes Spielzeug hast, das die anderen Kinder nicht wollen, möchte mich gerne darum kümmern. Es wird bestimmt glücklich mit mir sein. Bitte lach mich nicht aus. Ich bin noch klein. Aber ich weiß schon, dass Spielzeug nicht lebendig sind. Nur in der Fantasie. Aber das ist mir egal. Ich würde es sehr lieben. Isa. Ach, ist die Isa nicht süß. Ja, da wäre doch irgendein Spielzeug übrig geblieben. Irgend so ein zerbrochenes Auto oder so. Hier, so wie das da. Keine Spur im Staub. Das ist noch nicht lange her. Hat sie echt so lange gewartet, bis sie schreiben konnte. Und hat dann dem Ladenbesitzer geschrieben, dass sie Spielzeug haben will. Wahnsinn. Die Puppen nehmen wir mit. Den Lederball könnt ihr aber halten. Den Dreck. Niedliches Dingelchen. Ist das ein kleines Holzschwert? Ein kleines Holzschwert, ja. Ich hatte als Kind nie ein Holzschwert oder so. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich sowas mal hatte. Ich muss auch sagen, ich kann mich generell echt wenig an meine Kindheit erinnern. Ich andere Leute manchmal so frage, die erzählen mir, ja, ja, Einschulung, pff, Kindergarten, pff, kein Ding, erinnere ich mich alles. Da ist bei mir echt nur bruchstückenweise. Manchmal glaube ich, ich ende wie eins dieser Spielzeuge. Manchmal kann ich mich wirklich nicht an viele Sachen erinnern. Ach, hier ein Steckenpferd. Falls sich mal jemand gefragt hat, woher das Wort Steckenpferd kommt. Das ist ein Steckenpferd. Neulich erst repariert worden. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Du hast schon mal gesagt, keine Spur im Staub. Das ist noch nicht lange her. Ich würde sagen, wir müssen hochgehen. Vielleicht ist er ja auch oben. Gehen wir auf den Dachboden. Detlef! Das ist also sein Nest. Sehen wir uns um. Diese Joker-Puppen hier überall. Was hat er denn in seiner Kiste drin? Noch mehr Puppen. Na schön. Verdächtiger Brief. Oh, jetzt sind wir ihm auf die Schliche gekommen. Erretein. Du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renabeth genannt wird. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie. Du musst nach Beauclair gehen. Dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Na bitte. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Hat Detlef Feinde? Hin und wieder macht er sich welche, aber sie leben nie sehr lange. Einer ist ihm vielleicht entwischt. Theoretisch möglich, aber ich wüsste von keinem. Er müsste teuflisch waghalsig sein. Das weißt du ja jetzt, wo du Detlef kennst. Wer immer es ist eine neue Figur. Was ich mich jetzt frage, selbst wenn derjenige entkommen ist, wie zur Hölle hat er rausgekriegt, nachdem wir hier ein Mordsding abgezogen haben, um rauszufinden, wo Detlef wohnt. Wie hat der rausgekriegt, wo er wohnt? Das wird mich interessieren. Vor allen Dingen auch in so Zeiten wie heute, wo, weiß ich nicht, das kommt mir so vor, als ob die Pferde hier so ein Kennzeichen hinten am Arsch haben und sagen, ah, das gehört doch Geralt von Riva, das erkenne ich doch. Naja, vielleicht gibt es ja eine logische Erklärung dafür. Mal gucken. Wer ist Renabeth? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Menschenfrau? Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen trachte. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht. Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Auch sehr merkwürdig. Verlassen oder vermisst ist schon ein Unterschied. Wie kam er zu der Auffassung? Gab es entsprechende Anzeichen?
Nicht, dass ich wüsste. Anscheinend ist sie eines Tages mitsamt ihren Habseligkeiten verschwunden. Das wäre bei einer Entführung ungewöhnlich. Ich neige eher zu der Auffassung, dass sie freiwillig gegangen ist. Vielleicht war er in Zorn geraten und sie hatte seine monströse Seite gesehen. Detlef will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat. Ist das so schwer zu glauben? Kennst du niemanden, der damit Schwierigkeiten hatte? Und Detlef ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern sie war ein Rudelmitglied für ihn. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Ein Rudelmitglied. Mhm. Manche Familien sind auch wie Rudel. Aber jetzt wurde sie wirklich entführt. Ja, ist natürlich schlecht. Reina Wett mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Na, anscheinend tötet er die Leute. Ist doch klar. Zum Töten ist er offenkundig bereit. Das wärst du für Yennefer auch. Sie bedeutet ihm sehr viel. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Genau. Also erpresst ihn jemand, das wissen wir jetzt. Aber wir wissen nicht wer. Wir müssen weitersuchen. Wisse nicht wer. Suche mit Hilfe der Hexersinne im Spielzeugladen nach Hinweisen, wer ihn erpressen könnte. Noch eine Puppe. Springseil brauche ich nicht. Noch ein Steckenpferd. Noch ein dusseliges Spielzeug. Da sind wir hergekommen. Da ist das Bild. Gucken wir es mal an. Ein Frauenbild. Etwas beschmutzt. Ist das Renavet? Weiß ich nicht. Ich sage ja, ich bin ihr nie begegnet. Erinnert mich an jemanden. An wen? Ich bin nicht sicher, aber mir ist, als hätte ich das Gesicht schon gesehen. War die das, als wir in dem Restaurant waren da? In dem Restaurant nicht. Mensch. In dem Pub, Gaststätte, Mann, wie sagt man denn dazu, altertümlich? Naja, ihr wisst, was ich meine. Am Anfang, wo wir den Typen hatten, der gesagt hatte, und der Himmel war blutrot, blutrot war der Himmel. Was haben wir denn da? Briefe mit Zielen für das Biest. Gucken wir doch mal rein. Sieh mal, Papierstreifen mit Namen drauf. Graf Crespi, Graf de Lac, Milton de Peyrac-Peyron, Graf de la Croix. Detlefs Opfer, samt und sonders. Aber das ist nicht seine Handschrift. Offenbar aus derselben Feder wie der Brief. Alles mit der gleichen Tinte verfasst. Na, da könnte doch CSI Geralt was machen, oder? Siehst du die Farbe? Die Tinte enthält Cinnabarit, ein seltenes Mineral. Man findet es eigentlich nur in diesem Haus. Hier. Aber das heißt nicht viel. Jeder kann solche Tinte importieren. Stimmt, trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Schau, dieser Zettel hat Flecken. Wein. Das gibt auch nicht viel her. Erst recht nicht in Beauclair. Vielleicht nicht. Trotzdem sollten wir auch das im Hinterkopf behalten. Sind das kleine Anmerkungen, dass ich mir das vielleicht aufschreiben sollte? A. Weinflecken. B. Tinte aus, was? Naser? Fangen wir es mal damit an. Ich möchte wissen, wer ihn erpresst. Warum das? Regis, jemand entführt die Geliebte eines Vampirs. Das ist schon dreist. Jetzt zwingt er den Vampir zum Töten, von dem du sagst, dass er kein Mörder ist. Die Erpresser sind Profis, besondere Leute. Hm. Scharfsinnig. Wo ich drüber nachdenke, frage ich mich, ob es nicht einer von euch ist? Noch ein Vampir? Genau. Die Sache wird interessant. Es ist nur eine Theorie. Ich würde mich nicht darauf verlassen, ehe wir nicht mehr wissen. Da hast du recht. Fassen wir also zusammen? Fassen wir zusammen, was wir wissen. Offenbar wird Detlef erpresst. Jemand hat ihm die Namen seiner Opfer übermittelt. Alle mit derselben Tinte aus Nazair verfasst. Und nicht in seiner Handschrift. Das ist nicht viel. Aber genug, um Detlefs Unschuld zu beweisen. Eindeutig. Hm.
Naja, muss nicht. Das sehe ich nicht so. Und die Herzogin vermutlich auch nicht. Ich hoffe, du überzeugst sie. Und dann? Ja. Nur nicht schüchtern sein. Du hast doch schon alles geplant. Einschließlich der Mine, die ich zur Schau tragen soll. Es ist ein kühner Plan, aber... Wenn wir Renavet finden, können wir den Erpressern die Macht über Detlaff nehmen. Kein schlechter Einfall. Könnte ein Versuch wert sein, aber was ist mit Detlaff? Der tötet doch weiter, solange ich seine Geliebte suche. Tut er nicht. Ich überzeuge ihn, dass du ein Freund bist, der helfen will. Und dass er sich ruhig verhalten muss. Ich warte hier auf ihn. Er wird schon nicht so lange ausbleiben. Denkst du, er hört dir zu? Das wird er. Vielleicht sollte ich mit dir warten. Nein, das riecht er eine Meile gegen den Wind. Dann kommt er nicht. Ich bleibe besser allein. Hier musst du mir vertrauen. Gut. Ach, irgendwie scheint mir das alles merkwürdig. Den Bericht erstatten. Tu das. Wir warten hier auf dich. Detlaff und ich. Irgendwie klingt das alles komisch. Nein, du musst gehen. Er riecht dich Meilen gegen den Wind. Verpiss dich, Geralt. Natürlich. Besoffen im Rinnstein, wie üblich. Besoffen im Rinnstein? Gut, ich würde sagen... Da, was ist denn da unten im Hafen los? Oh. Was machen die da unten? Nennt sich das Ding? Naja. Wobei, ich sehe gerade... Kann man da unten kann man dort ein Färbemittel kaufen? Würde mich mal interessieren. Ja! Jawohl, das gucken wir uns jetzt nochmal schnell an hier. Kaufmann! Was verkaufst du? Erstklassiges Färbemittel. Für garantiert leuchtende Farben dienen. Na, nein, danke. Das ist nichts für mich. Was? Was soll das heißen? Selbst der beste Krieger muss schließlich gepflegt aussehen. Er könnte leuchtende Farben tragen, um aus der Menge herauszustechen. Oder dunkle, um nachts ungesehen zu seiner Liebsten durchs Fenster zu schlüpfen. Klingt interessant. Eigentlich sind mir bei der Rüstung andere Vorzüge wichtiger als Farbe. Aber irgendwie hast du auch wieder recht. Aber bitte sieh dich um und kauf. Ja! Du wirst nicht enttäuscht. Schwarz, 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 schwarz. Gut, zeig mal, was du hast. Schwarz, 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 schwarz. Wir haben nur Grau. Ach Mann, aber egal. Ich kauf alle. Was? What? 3848? Habt ihr ein Ei am Wandern oder was? Was ist mit euch nicht richtig? Die Rüstung ist ziemlich krass. Also sieht ziemlich cool aus. Was ist denn, wenn ich die hier verkaufe? 175. Ist klar, ist klar. Was kann ich bei dir noch was andere Sachen verkaufen? ...1320. Ich bräuchte ja nur zwei, aber nicht mal die könnte ich mir leisten. Das ist echt mies. War hier nicht vorne irgendeine Maske bei? So eine schwarze Maske, habe ich die nicht aufgehoben? Hier von der Rüstung? Na, wir kaufen uns, oder? Könnte ich mir zwei leisten? Reicht nicht ganz, aber dann verkaufen wir einfach hier, weiß ich... Rot. Ach komm, hier. Nimm den Scheiß. Nimm. Hat nicht genug Geld. Na, dann müssen wir jetzt eins kaufen hier. So. Haben wir uns hier leistet. Dann verkaufen wir den anderen Schund hier noch. Weg. Weg. Ich danke. Ich muss los. So, dann machen wir das jetzt noch schnell. Jetzt muss ich überlegen. Schade, dass man hier nicht sieht. Ob die schon drauf ist, oder? Ich sehe es nicht. Nee. Aber ich weiß, dass meine Arme definitiv
glaube, das müsste jetzt eigentlich... Ich habe die Brust und die, genau, die habe ich jetzt alle durch. Kann ich noch was färben? Ich glaube nicht. Müsste die Wesen sein. Ja, so gefällt mir das. Und nachdem wir uns hier wunderschön eingefärbt haben, können wir diesen Part auch beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir berichten der Herzogin, dass Detlef ein Sklave seiner Erpresser ist. Und mal sehen, was sie dazu sagen wird. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.